Motto der Sommerspiele in Düsseldorf lautet gemeinsam stark. Das freut mich sehr, dass dieses Motto nicht nur während der Spiele, sondern auch schon im Vorfeld, im Rahmen der Vorbereitungen gelebt und umgesetzt wird. Für mich als NRW-Sprecher die größte Ehre hier, die Düsseldorf, die Spiele sind. Das ist ein Sommermärchen, was sich keiner vorstellen könnte, aber das ist für mich als NRW-Sprecher schon die höchste Königsklasse, sagen wir mal so schön. Da überwiegt die Freude, einfach dabei zu sein. Und der Eid, den unsere Athleten sprechen, sagt das ja schon. Lasst mich gewinnen. Klar, jeder hat den Ehrgeiz, aber wenn ich nicht gewinnen kann, weil mein Freund, mein Kollege doch besser war, so lasst mich mutig mein Bestes geben. Und das ist genau der Hintergrund von Sport bei Special Olympics. Jeder gibt das Beste, was er kann und das mit Freude und gerne. Und wenn er dann nicht gewonnen hat, ist das nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil. Ich war dabei, ich habe gezeigt, was ich kann. Durch die Special Olympics wünsche ich mir auch, dass über die Veranstaltung hinaus langfristige Impulse gesetzt werden, um die Barrierefreiheit in den Köpfen auch in den Köpfen umzusetzen, damit Inklusion selbstverständlich wird. Selbst bin ein offener Mensch und das Credo der Grey international ist open. Und insofern passt das sehr, sehr gut zu uns. Und wie gesagt, ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz tollen Tag heute. Wir wollen beleuchten, ob es Konzepte gibt, die tragfähig sind, die ganze Sachen nach vorne bringen. Wir wollen aber eben auch gucken, wo es vielleicht Probleme gibt, wo Herausforderungen da sind, um das Ganze zusammen auf den Weg zu bringen. Für uns als Gesellschaft zu erkennen, dass jeder von uns unterschiedlich. Wenn ich hier mit den Freunden aus Special Olympics zusammen bin, dann kann ich so sein, wie ich bin. Ich muss nicht überlegen, was sagst du jetzt, was lässt du besser sein. Ich kann ganz offen mit den Menschen umgehen und da lerne ich eine Menge, Oliver, von dir zum Beispiel. Und ich freue mich immer wieder, dass es so unglaubliche Erfahrungen sind, die man eigentlich nur dann macht, wenn man diese Hürde überwindet, den Kontakt aufzunehmen. Das ist eine so schöne Erfahrung. Oliver auf der einen Seite, für mich auf der anderen Seite, dass wir beide zu den Gewinnern sind. Ja, stimmt. Ich kann als NRW-Sprecher sagen, ich fühle mich in dieser Rolle sowas von wohl drin, weil es ist einfach jetzt für als NRW-Sprecher so, jetzt in Düsseldorf zu sein und gerade jetzt so heute das Ablauf nochmal zu sehen, dann denkt man sich, was hat man da gemacht? Ein NRW-Sprecher das erste Mal in Düsseldorf zu sehen und Tennisspiele zu sehen. Und ich denke, man sollte auch wirklich mal sagen, alle Athletensprecher und Sprecherinnen haben sich ein Bild davon gemacht. Ich glaube, gerade durch den Sport haben wir die große Chance, das Thema Inklusion positiv in das Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen. Und daran sollten wir alle gemeinsam arbeiten, die wir hier sitzen. Es ist ja eben auch schon mal angeklungen, dass wir alle ja eine gewisse Botschafterfunktion haben, eine Multiplikatorenfunktion auf jeden Fall. Und ich denke, daran sollten wir auch arbeiten, nicht nur die Herausforderungen von Inklusion immer wieder zu betonen, sondern auch die Chancen aufzuzeigen. Aber ich glaube, wenn man sich auch anguckt, was eigentlich schon alles da ist, dann ist es genau das, was Frau Marx gesagt hat, kann man auch zeigen, dass Inklusion wirklich Wirklichkeit sein kann. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Projekte deutschlandweit von Sportvereinen, von Werkstätten, von Einrichtungen, von Bildungsaktivitäten. Und die kann der Sport eigentlich gerade helfen, mehr ins Bewusstsein zu rücken. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir in dieser Diskussion mit aller Vorsicht, aber auch manchmal ein Stück weit selbstbewusster sind, was der Sport eigentlich leisten kann. Vielen Dank allen Beteiligten hier. Wir haben ein bisschen beleuchten können, was es heißt, Inklusion zu bearbeiten, das umzusetzen, ob es eine Vision ist oder immer eine Illusion bleibt. Es gibt tolle Ansätze, tolle Konzepte. Es gibt jede Menge Menschen, die sich dafür einsetzen, aber das ist auch gut so. Und zum Schluss darf ich Ihnen noch sagen, die eine Hauptprotagonistin der Spiele ist. Steffi, was weißt du von den Spielen? Ja, vieles, dass man dann Leute kennenlernen kann, neue Freunde zuknüpfen kann und ja, einfach die Spiele zu genießen, gemeinsam.
Freunden zu teilen. Wunderbar. Ich glaube, dass genau die Menschen erreicht, die es betrifft. Die Athleten, die Teilnehmer, die Zuschauer, dass es ein großes Miteinander wird und dass jeder am Abend im Bett liegt und sagt, das war heute ein richtig schöner Tag. In seinem besten Sinne mit Respekt miteinander umzugehen und auch das Wort Spiele wirklich in den Vordergrund zu stellen, was ansonsten im Sport vielleicht etwas verloren gegangen ist. Komm nach Düsseldorf!